Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 4. Ja, ich bin schon mal ein bisschen gegengefahren zum nächsten Rennen, was wir jetzt demnächst fahren wollen oder jetzt gleich fahren wollen. Ich habe mal eben einen kleinen Abstecher gemacht, also keine Sorge, hier wollen wir nicht lang. Ich habe auch gesehen, wo das Navi hingeführt hat. Und ja, ich habe noch kein Zeug gewechselt. Lass das auch noch erstmal. Vielleicht tauschen wir da noch diese Folge am Ende. Wird auf jeden Fall noch zwei Rennen fahren. Und dann haben wir noch so was Schönes hier. Okay. Oder nicht mehr. Was haben wir denn hier so Schönes? Whoop. Aussichtspunkt. Waterfall. Oder White Waterfall? Ja, wieso? Jedenfalls. Derwent Ja, Whitewater. natürlich. Hier kann man nach ein paar Nächten im Gelände gut duschen. Glaub mir. Okay. Und wir stehen da oben. Bin ich mal gespannt, ob wir demnächst da auch nach oben hinkommen. Kommt man bestimmt, denke ich mal, aber nicht mit dem hier. Oder wir werden es nicht mit dem hier fahren, sagen wir mal so. Oder dahin fahren mit dem hier. Nein, dieses Rennen nicht. Unser befindet sich noch 3,7 Kilometer entfernt. Ja, Einfluss kriegen wir noch so schön. Ne, Bleifuß. Einfluss. Entdeckte Straßen. 152 von 500 irgendwas. Okay. Wir gucken mal. Ich glaube, hier sind wir noch gar nicht lang gefahren. Glaube ich, weiß es gar nicht. Kommen mir jedenfalls nicht ganz bekannt vor, oder? Doch, doch. Hier oben war ja dieses Querfeld. Oh, ein Rennen! Was mache ich hier? Aua! Dummes Zeug hier. Burnout, yeah! Ups! Ich hab da einen Baum kaputt gemacht. Und ein Mast. Habe ich abgebaut. Da wollte ich hin. Wo sind wir denn jetzt hin? Auf der Prairie hier. Das will ich aber nicht mit dem Wagen hin. Eigentlich will ich schon ein bisschen danach ein bisschen. Also in dieser Hinsicht ein bisschen realistisch sein. Ich werde mit dem Wagen nicht in so einen Matsch fahren. Obwohl eigentlich wäre ich so verrückt und würde das heute machen. Aber nur um YouTube-Klicks zu kriegen. Du hast dein Ziel erreicht. Das ist schön. Da wollen wir mal. Jo, Frühling. Ich glaube, wir sind ja im Frühling. Schon sagen, hä, wieso Frühling? Wir sind ja im Frühling. Da. Und wir haben auch noch nicht die Felgen umgeändert. Naja. Aber wir gucken mal. Wie gesagt, wir wollen ja auch mal ein paar andere Autos fahren. Oder ich eher gesagt. Und gucken wir mal, was wir als nächstes uns holen. Vorschläge. Wie gesagt, Vorschläge. Das heißt nicht, dass ich den fahren würde dann gleich sofort. Gerne in die Kommentare. Würde mich freuen. Wir werden auch auf jeden Fall ein paar Autos erstmal ausprobieren, die wir, Entschuldigung, die wir gekriegt haben. Weil da sind einige interessante dabei, die mich schon ansprechen. Wie zum Beispiel der Jaguar und was waren wir noch? Lexus? Oh Mann, und gibt auch gar so eine gerne Seite hier. Mann! Flosse weg hier. Oder Flosse beiseite. Okay, das war ein Eingang zu tief. Hätte ich ruhig in den dritten fahren können. Okay, die Strecke sah sehr kurz aus, ist sie aber gar nicht. Wow.
Auch ein bisschen angetickt. Also nichts Wildes. So, machen wir das. Ich werde auch wieder nicht auf alle Kommentare eingehen können, so im Video, weil ich nehme jetzt fürs Wochenende auf. Und halt, ja, ich muss dann auch demnächst nochmal was für die Woche wieder aufnehmen. Ich weiß aber noch nicht, wann ich das mache. Oder wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Genau. Aber nur, damit ihr es wisst. Das war eindeutig zu spät. Der dreht hoch, aber eigentlich Geschwindigkeit kriegst du gar nicht, ne? Man sieht so, dritter Gang, 140. Ich weiß gar nicht mit wie viel ich mit dem fünften Gang, also mit dem dritten Gang fahren kann, wie schnell. Aber wir haben es geschafft. Dann wird er wahrscheinlich uns gleich fragen, ob wir den Schwierigkeitsgrad erhöhen wollen. Aber das war doch schon sehr hart, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass wir es einfach hierbei belassen. Wir sind eine Sekunde auseinander. Und das würde ich sagen, lassen wir auch so. Fürs Erste. Vielleicht können wir irgendwann noch mal ein bisschen rumexperimentieren und sagen, gut, wir gehen eine Stufe höher. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber eigentlich finde ich es auch ein bisschen schwachsinnig, oder ein bisschen, nicht schwachsinnig, aber ein bisschen doof. Umso schwerer man das stellt, umso mehr Erfahrung kriegt man auch. Es wäre besser, wenn man umso schwerer es wird, umso weniger kriegt man auch. Also an Erfahrung oder Einfluss oder wie auch immer. Oh, den BRZ wäre geil gewesen. Schade. Naja, egal, man kann ja nicht alles haben. So. Dann gucken wir mal. Wir fahren so langsam mal wieder zu unserem Haus. Um nochmal was zu wechseln oder so. Oder ich weiß auch nicht, eigentlich wollte ich immer zwei Folgen mit einem Auto machen. Mit einem Auto fahren. Aber wir gucken mal, wie spät das dann ist. Was die Zeit sagt. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Das war aber haarscharf hier. Und wir brauchen noch mal ein schönes Bild, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich weiß aber noch nicht so ganz genau, wie ich... Wieso rüppelt das denn so ein bisschen hier? Ich glaube, das müsste ein Server eigentlich liegen. Weil das Spiel oder das System hat das Spiel... Ja, hat das automatisch halt. Halt, alles klar. Das hat. Schau mal von vorne. Das System hat das. Hat die Leistung automatisch angepasst. Also sollte es funktionieren. Wie gesagt, ich habe auch keinen. Kleinkomputer. Das ganze Fitzen hier mal. Oh, was mache ich schon wieder hier? Hui. Quer durch die Fitze. Um die Reifen abzukühlen wieder. Einfluss. Wir brauchen nur noch 10.000 für irgendwas. Für was brauchen wir dann eigentlich? Das schalten wir dann frei. Guck gleich mal. Nee, da können wir doch mal ja mal später nochmal langfahren. Wie gesagt, das Spiel ist ja jetzt rausgekommen und ich will das
soweit alles machen, was wir kriegen können, machen können. In 400 Metern rechts abbiegen. Jo, was in meiner Macht steht. Es wäre bestimmt auch lustig hier. Rechts abbiegen. Mit uns. Mit mir. Mit uns allen. Ja, mit uns. Ich sag mal mit uns. Quietsch, quietsch, quietsch. Und dann wollte ich mal eben gucken, was brauchen wir denn für das nächste Schaurennen. Okay. Für das nächste Schaurennen qualifizieren wir uns dann. Green Deal Klappstrecke. Oh, okay. Solo. Wir fahren alles in Solo, weil wir haben ja noch keinen Kompagnon, wollte ich schon sagen. Aber der lässt sich wirklich echt gut fahren jetzt. Habe ich jetzt gar nicht so mit gerechnet, dass das schon so viel ausmacht. Wir haben jetzt auch wirklich nur alles in Handling gesetzt. In Handling. Ja. Natürlich starten wir das Rennen hier. Ein bisschen langsamer jetzt gestartet. Aber das macht gar nichts. Wir kämpfen uns wieder vor. Wieder drei Runden, okay. Ich hoffe, die drei Runden reichen auch hier. Ich fahr ein bisschen Offroad hier. Weil, wieso nicht? Oh. Ah, das hat ganz gut geklappt hier. Oh, gleich Haarnadel hier. Ach, Haarnadel nicht, aber 90 Grad Kurve. Hallo, nicht schieben hier. Junge, ey. Gibt's ja gar nicht, was die hier schubsen und drängeln. Ich würde gar nicht schubsen und drängeln mehr hier. Tutut. Fahren die dann auch beiseite, wenn man hupt? Das wär's ja. Das wär's. Achtung, ich komme! Platz da! Oh, das wäre beinahe gut geworden. War leider noch ein bisschen zu schnell. Wir sind Fünfter, ne? Uiuiui, was das denn? Oh, hier noch schräg! Ja, wir gucken mal, ob wir was Schönes hier finden. Dass man schön als Bild nutzen kann. Wow. Ich war gerade da dran, dabei ein Bild zu machen, aber naja. Müssen wir gleich mal gucken. Das können wir gleich noch hinkriegen, denke ich mal. Bisschen konzentrieren hier. Wenn ich irgendwo. Nein, geht das hier nicht? Doch. Scheiße, ich hab's noch nicht richtig erwischt. Oh. Oh. Effekte fokussieren. Lassen? Nein. Kosmischen Schaden zurücksetzen. Wir lassen das mal so. Ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Foto schießen. Wir schießen ein Foto. Ach, sieht doch. Ach, sieht gut aus.
Speichern. Ja. Löschen. A, R, C, 3. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas macht, autotechnisch oder designtechnisch oder so, was ich mir ganz gerne angucken sollte, was ich mir angucken soll oder so, ja, einfach mit irgendwie, also kann man Hashtag oder mit Arc und dann irgendwas machen, Arc Frankie oder Frankie, nee, Arc am besten vorne und dann halt das und dann in den Kommentar halt schreiben. Das kann man glaube ich noch später teilen. Das mache ich jetzt nicht. Wir haben sie ja gespeichert eigentlich. Ja, das andere hat ja auch alles gespeichert. Wow. Oh, das war. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich. Ja. Ich habe sonst immer gedacht, ne, fährst du danach nochmal ein Rennen? Dann kannst du noch. Also dasselbe Rennen nochmal. Und dann machst du nochmal ein Foto ohne euch. Weil ich möchte noch ein bisschen, ja, dieses Overlay raus haben hier. Oh, wir schaffen es nicht. Oh. Das sah auch gut aus. Aber ich weiß nicht, ob man Momentaufnahmen machen kann. Aber ich muss nochmal nachgucken. Fortfahren, ja. Aber wir fahren jetzt gleich nach Hause und dann ziehen wir uns mal ein bisschen um, wenn es geht. Zumindest die Handschuhe aus. Das schaffen wir noch. Und dann suchen wir uns vielleicht nochmal ein Auto aus für die nächste Folge. Oder für die nächsten beiden Folgen. Benötigt fünfte Runde, okay. Super Wheel Spin. Einfluss. Okay. Haben wir das Showrennen jetzt frei? Willkommen in Runde 5 der Horizon-Straßenrennserie. Nee, okay, noch nicht. Hier hast du es mit neuen Rennstandards auf sämtlichen Ebenen zu tun. Aber genau deshalb bist du natürlich hier. Okay, wir brauchen noch 3000 Einfluss, okay. So, wir fahren aber dahin, wieder zu unserem Haus. Also das Haus werden wir auf jeden Fall wechseln. Auf jeden Fall. Das werden wir bestimmt noch wechseln. Bei nächster Gelegenheit wenden. Weil ich möchte nicht in das Protz-Ding da nur sein. Weil ich glaube nämlich, das ist nämlich das teuerste Haus, glaube ich, wie ich gesehen habe. Und damit ich nicht nur drinnen bleiben. Wir werden uns auch nochmal ein anderes Haus angucken, ausgucken, wie auch immer. 400 Metern links abbiegen. Vielleicht gibt es da noch eins irgendwie, was so ein bisschen mittig auf der Karte ist, aber auch sehr schön ist. Schön gelegen ist. Metern scharf rechts abbiegen. Dann das wäre da wär ein scharf Schild gewesen, aber war kann's. Jo. Einmal wenden bitte. Können auch noch mal. Okay, von hier hört er sich ganz anders an. Mit unserer Handschuhe im Frühjahr. So, fahren wir mal so nach Hause, mal eine andere Perspektive. Aber eigentlich fahre ich ganz gerne noch so. Links abbiegen. Ich weiß nicht, so mag ich das irgendwie. Da hört man richtig. Da hört man richtig, wie der die Luft ansaugt. Eigentlich müsste mal ein bisschen Gas wegnehmen, dann hört er sich nicht so abgehakt an. So. Du hast dein Ziel erreicht. Das ist schön. Die Regentropfen auf dem Motor. Okay, die bewegen sich nicht. So, einmal eintreten bitte in das Haus. Aber nicht kaputt treten, nur, ja. Heißt ja so, eintreten. Charakter anpassen. Machen wir doch nochmal eben. Aber ich denke auch zu dem Design, ich werde mir wahrscheinlich so Sponsoren-Designs, die mir gefallen, runterladen. Ja, genau, runterladen. Mal eben überlegen. Oh, das haben wir auch? Was ist das denn? FM6. Ach so. Okay, das ist diese Forza. Okay.
herbstliches, kariertes Hemd. Wenn wir was Edles fahren, fahren wir das hier mal. Schwarzes Polohemd. Achso, das habe ich noch gar nicht offen. Sind die offenen immer gleich oben oder nicht? Ich glaube ja, ne? Ja, doch, hier ist nämlich. Was machen wir denn? Pullover. Zeitloser Pullover. Obwohl ich mag das, das sieht so immer so bauernmäßig aus. Komm, das ist sowieso Übergangszeit, dann lassen wir das mal. Blau passt dann nicht zu grauer Lacke. Graue Lederjacke. Nee, das passt nicht. Das passt aber ganz gut. Hose. Nein, das nicht. Auch nicht. Auch nicht. Nee. Nein. Nein. Nee. Nee. Das passt gar nicht. Die haben wir an. Aber ich glaube, die oder das? Die oder das? Helle. Und das ist grau. Ich glaube, ich nehme das hier mal. Erstmal. Was für Schuhe nehmen wir denn? Yo. Aber wieso haben wir Bikerstiefel? Damit Auto fahren, natürlich. Wieso denn nicht? Die hier will ich. Schwarze Stiefel. Für die Offroader will ich die haben. VIP. Achso, das sind VIP-Schuhe. Okay. Oh. Rote Schnürschuhe. Ich glaube, das machen wir mal. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber naja. Ich bin eigentlich voll der Mützenträger. Mütze. Betonung auf Mütze. Nein, Brille nicht. Das auch nicht. Handschmuck. Ich bin außerdem voll der Handschmuckträger. Wir haben auch noch gar keiner. Das machen wir mal weg. Outfits. Das kommt auch nochmal. Warten bei Sieg. Angeber Karl. Nee. Nein. Nee. Das nehmen wir mal als das und als Sieg machen wir. Zuspruch. Croissant? Ich bin eigentlich voll der ruhige Typ. Aber naja. Da passt aber nichts. Ich will aber nicht warten machen. Das ist doch ein bisschen doof. Nee, küssen nicht. Vom Herzen? Nein. Zuspruch? Machen wir Zuspruch als Sieg. So, dann haben wir das. 24 Minuten. Meine Autos. Den haben wir neu. S1. Okay. S1. Das ist Track
Toys. Achso, okay. Das ist moderne Supers. Das können wir auch mal machen. Sports hatten wir ja. Und das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Nein, nein. Was ist das? Vans. Vans hatten wir noch gar nicht, ne? Das könnten wir mal machen, aber ich möchte den möchte ich nicht. Auch wenn wir den zwar, ne? Limited Edition. Nee. Und den nehmen wir auch nicht. Der ist neu, ja, kennen wir ja schon. Mehr oder weniger. Reto Hot Hatch. Das könnten wir auch nochmal machen. Vielleicht machen wir das mal nächste Woche. Nächste Folge. Dann können wir uns gleich nochmal gleich ausstatten schon. Moderne Muscle Cars. Okay, was haben wir hier? Super Salons. Hatten wir es schon? Super Salons? Nee. Das können wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Achso, wir haben 2 Jahre gekriegt. So wie es aussieht. Einmal B und einmal A. Okay. Den hatte ich mal runtergeladen. Kommt auch nochmal. Wie gesagt, wir sind ja jetzt am Anfang. Howie, moderne Supercars. Da können wir den auf jeden Fall auch fahren. Ach, dann haben wir hier noch Coolt. Können wir auf jeden Fall auch noch fahren. Da gucken wir mal, da machen wir nicht so viel dran. Der soll ziemlich modern, also serienmäßig bleiben. Leistung und auch sonst so. Track Toys. Okay. Was auch immer das heißen mag. Und gut, dann machen wir den hier. Den locken wir mal ein. Soll eigentlich 25.000 kosten. Aber wir kriegen den ja. Haben den ja umsonst gekriegt. Bisschen älteres Modell, aber naja. Erleichtert mir so ein bisschen, ne? Die. Hier gibt es kein Design für. War verkehrt. Neue Design finden. Ich wollte doch sagen, da musst du da Designs für geben. Der ja gut. Eigentlich könnten wir dann wieder auf unsere Anime-Schiene gehen. Was so alles aus Japan so aus Asien da kommt. Ich muss mal eben gucken, ob ich nicht zu dicht dran bin, weil ich glaube, ich kriege jetzt schlechte Augen. Was haben wir denn so Schönes hier? Weil dass das alles immer beliebt ist. Wahrscheinlich, weil wir noch zu weit am Anfang sind. Da weiß ich nicht, was da drauf ist. Wir nehmen das oder nehmen wir das? Wir nehmen das hier. Ich bin wirklich so ein Rot-Fan. Da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Oder nichts abstreiten gegen. Alles, was ich habe, ist irgendwie immer ein bisschen mit Rot drin, ne? Okay. Automesse. Wir könnten noch mal eben gucken, was man so einbauen kann. Wir haben ja noch eine Minute Zeit. Wir gucken mal, was man so einbauen kann. Wir gucken noch mal. Turbo oder Zephy de Google. Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Auf Heck und auf Allrad. Okay, wir lassen sie aber auch auf Front. 2 Liter Motor. VVT. Aber nein, machen wir nicht. Wir lassen den schön so auf Front. Okay, da kann man schon ein bisschen was verändern.
Das ist die Serie? Okay. Düm, düm, düdüm. Verstehst du, wieso wackelt denn der Auspuff? Die wackeln ja immer alle jetzt. Das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Gut, das haben wir schon gesehen soweit. Na, man kann schon ein bisschen was umbauen. Aber Turbo hat er ja nicht, Serie, ne? Ne, schon sagen. Aber machen wir eine kleine Probefahrt damit. Auch wenn wir 30 Minuten schon rum haben. Eigentlich, die müsste ja Sonntag kommen. Gut, Hersteller ist da jetzt nichts drauf, aber so ein bisschen Anime-Style. Ja, kann man machen, ne? Mit durchdrehenden Reifen. Also man sollte wirklich auch sanft Gas geben. Mann. Okay, wie so eine Biene, hier und da sollte irgendwie ein kleines Ding sein. Wo wir sind da mit dem Schild. Schön. Wow. So, wir fahren nochmal von innen. So. Von innen hören sie richtig gut an. Okay, von hier auch. Von hier auch. Von hier aus auch, wollte ich eigentlich sagen. Kommt dieser hier auch rein? Das wäre geil. Eigentlich sollte man das nicht machen. An unübersichtlichen Stellen überholen. Ja. Oh, ich habe Rückwärtsgang eingeschaltet. Wuppum. Machen wir das eigentlich? Nein, wir bleiben hier draußen. Damit wir ein schönes Bild kriegen. Also ein schönes Abschlussbild so an unserem Steak. Und damit würde ich sagen, beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.